Gladiators take the stage. Sie wollen alles über den TSV Hartberg wissen, dann sind Sie bei uns genau richtig. Herzlich willkommen zu Dein Verein Hartberg. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind und mit dabei heute zum ersten Mal bei Hartberg. Sky-Experte Michi Konsel. Hallo. Hallo, servus. Was hältst du von den Hartbergern? Wie haben sie sich verkauft in den ersten 6 Runden? Ja, an sich gar nicht schlecht. Für mich eine Bereicherung der Liga. Und ja, natürlich für alle rund um Hartberg, Verein, Spieler, eine Riesenherausforderung, die Bundesliga. Eine Riesenherausforderung ist die Bundesliga und deswegen haben die Hartberger auch nochmal am Transfermarkt zugeschlagen, am sogenannten Deadline Day. Einen Stürmer haben sie geholt, Fabian Schubert von Sturm Graz, hat einen Vertrag bis Saisonende bekommen. Ist eine gute Alternative auch eben zu Dario Tadic. Haben das die ersten Runden gezeigt, dass es da einen braucht? Könnte wirklich gut reinpassen, von der Statur sehr groß, robust und genau das fehlt. Man hat das immer wieder gesehen in den Spielen. Es fehlt defensiv einer, der hinten wegräumen kann und natürlich vorne muss man auch die Flanken und die guten Pässe verwerten. Ja, Fabian Schubert ist definitiv größer als Dario Tadic, 1,94 Meter ist der groß. Also, ja. Ein Riese. Ein Riese. Ja. Und jetzt hören wir mal rein, was der Trainer Marco Schopp zu seinem Neuzugang zu sagen hat. Fabian Schubert ist ein Spieler, der uns etwas geben kann, was wir vielleicht so in dieser Konstellation jetzt noch nicht gehabt haben. In der Offensive ist definitiv ein Spieler, der ja, in unser Schema passt. Ein Spieler, der in einem guten Alter ist, der den nächsten Schritt gehen möchte. Ja, das ist ganz einfach die Art von Spieler, die wir in Hartberg suchen. Wieso passt ein Sitzam ins Schema? Der passt bislang immer nur zum Training. Das Thema, was uns von Anbeginn begleitet über die ganze Transferperiode, ist ganz einfach das Thema in der Defensive. Wir haben wirklich viele Abgänge gehabt und waren über die ganze Vorbereitung und die ganze Transferperiode extrem bemüht, einen Spieler zu finden. Aus welchen Gründen hat es nicht funktioniert? Der Verein weiß, dass es für mich extrem wichtig ist, hier noch an Spielern zu gewinnen, nämlich an Spielern, die eine gewisse Kopfballstärke mitbringen, aber auch andere Voraussetzungen mitbringen, die zum Verein passen. Und Florian Sitzam ist definitiv ein Spieler, den ich aus meiner Zeit als Amateurtrainer noch bei Sturm kenne, der den Weg über Horn gegangen ist und schlussendlich jetzt dann bei Mattersburg nicht diese Einsatzzeiten bekommen hat. Ist ein Spieler, der ja, diese Kriterien auch erfüllt und ja, wird man sehen, was jetzt dann die nächste Woche mit sich bringt, aber ist definitiv ein Spieler, mit dem wir uns sehr beschäftigen. Ja, Florian Sitzam hat ja seinen Vertrag in Mattersburg im Sommer aufgelöst. Wie hört sich das Ganze an für dich? Wird's der Florian Sitzam oder eher doch noch wer anderer? Er ist ja kein reiner Innenverteidiger, das muss man auch sagen. Ja, aber es klingt schon so durch, der Markus hätte den Spieler ganz gerne, er kennt ihn und weiß genau, was fehlt in dieser Mannschaft. Und ich glaube, dass man sich sehr bemühen wird, ihn zu bekommen. Ja, und am Deadline-Day hätte es ja neben Fabian Schubert fast einen Doppelschlag gegeben, nämlich Stefan Umjenovic vom FAC, der Innenverteidiger, wäre fast gekommen, aber eben nur fast. Die Wiener haben keinen Ersatz gefunden. Aber kommen wir jetzt, würde ich sagen, zum Aufsteigerduell. Das gab es ja auch. Und zwar mussten die Hartberger gegen Wacker Innsbruck ran. Und ich würde vorschlagen, wir schauen uns die Highlights an. Schauen wir rein, ja. Bisher waren die beiden Aufsteiger aus der ersten Liga im Gleichschritt unterwegs. Das sollte sich diesmal allerdings ändern. Die 9. Minute. Zakaria Sanogo gegen Dominik Baumgartner. Ein Tänzchen und ein Schuss. Und was für einer! 1:0 für die Hartberger, weil Zakaria Sanogo hier Christopher Knete auf eine Flanke spekuliert. Überrascht. Die Antwort der Innsbrucker aus einer Standardsituation. Hara auf Walci und dann Dominik Baumgartner zum ersten und zum zweiten. 38. Minute, 1:1. Albert Walci gewinnt das Kopfballduell mit Diarra und Baumgartner gewinnt seines gegen Ivan Lubic. Hat zuerst Pech, aber dann vollendet er. In der 55. Minute schon wieder ein Gegentor für die Hartberger nach einem Eckball. Und schon wieder ist es dieser Dominik Baumgartner nach einer Harra-Ecke. Es ist das dritte Gegentor der Hartberger nach einer Ecke in Serie. In der 88. Minute springt Stefan Meusburger. Dieser Ball von Christoph Kröpfel an den Arm. Grobelnik sagt Elfmeter für Innsbruck, aber es ist wohl kein strafbares Handspiel. Meusburger will den Arm sogar noch wegziehen. Aber Christopher Knett pariert den Elfmeter von Dario Tadic in der 89. Minute und rettet so den Innsbruckern den ersten Heimsieg seit dem Wiederaufstieg. Vom Buhmann zum Helden.
Ja, für die Steirer ist das jetzt die dritte Niederlage hintereinander und irgendwie wäre wieder mehr drin gewesen. Absolut mehr drinnen. Das habe ich ja vorher gesagt, dass sie eine Bereicherung sind für die Liga, weil sie einfach herzerfrischend spielen. Nur teilweise halt sehr naiv, defensiv vor allem. Bei den Standardsituationen passt man nicht genau auf. Da muss man konsequenter sein. Und ja, wenn man den Elfmeter, das war ein Geschenk, aber das Geschenk muss man auch annehmen. Und dann hätte man einen Punkt gemacht und der wäre hochverdient gewesen. In der zweiten Liga hätte er nicht gemacht, der Dario Tadic. Kann man das so sagen? Ich weiß nicht, er war nicht wirklich gut geschossen. Ja. Nur Knet hat halt auch sehr gut reagiert und hat auch seinen Fehler damit wieder ausgebessert. Aber dieses Geschenk muss man wirklich annehmen, um in der Bundesliga auch bestehen zu können. Ja, Hartberg spielt herzerfrischend. Herzerfrischend war auch dieses Tor von Zacharias Anogo. Ich glaube, das schauen wir uns nochmal an, weil das war wirklich herrlich. Du wirst wahrscheinlich sagen, was macht der Knet? Aber den muss man auch einmal irgendwie so machen. Zuerst einmal, was macht der Verteidiger? Ja, der lässt sich da austanzen. Ja, und das macht auch Hartberg aus. Die spielen einfach herzerfrischend. Der traut sich was zu, riskiert. Und dass der ins Tor geht, ist rein ein Torwartfehler. Man sieht, er spekuliert. Das darf ein Torwart nie und nimmer machen. Aber aus der Sicht von Sauger war es wirklich ein schönes Tor. Ja, was sind sonst jetzt die Probleme der Hartberger? 5 Niederlagen in 6 Spielen, man muss es halt trotzdem sagen. Die Zahlen lügen nicht, die Ergebnisse. Naja, man muss die Chancen, die man bekommt, und sie spielen sich ja immer wieder Chancen, das ist ja das Schöne daran, und das sieht auch der Markus so, dass das die Mannschaft sehr gut macht, dass sie sich viel zutraut, dass sie nicht ängstlich ist, das ist das Wichtigste, aber man muss natürlich viel konsequenter verteidigen, und da müssen sie ansetzen, da müssen sie jetzt in der Länderspielpause eben sich verstärken und das ganz klar ansprechen und sehr, sehr viel trainieren und darüber sprechen. Wie geht es einem Markus Schopp als Trainer damit, wenn man da startet, die erste Saison hat und dann spielt man ganz brav, aber es ist eben diese Situation, dass man die Punkte nicht einfährt. Wie schwierig ist sowas für einen jungen Trainer eben? Es fehlen natürlich die Resultate, ganz klar. Aber er kann jetzt gar nicht so unzufrieden sein. Und wenn sie da weitermachen, sich dort oder da ein bisschen verstärken und dass sich zu Herzen nehmen, dass eben in der Bundesliga jeder Fehler bestraft wird, dass man da nicht einfach zuschauen darf, sondern man muss Eigenverantwortung übernehmen. Jeder einzelne Verteidiger muss einfach diese bei den Standards viel, viel aufmerksamer sein. Und dann kommt er auch in eine kleine Erfolgsspur hoffentlich. Ja. Würde es ihm wünschen, weil er ist mit sehr viel Ehrgeiz dabei und die Hartberger sowieso. Also sie hätten sich mehr Punkte verdient, das ist ganz klar. Ja, dann hören wir mal rein. Markus Schopp zur Hartberger Lage der Nation. Es sind sehr viele Dinge, die wir sehr gut machen und es sind viele Dinge, an denen wir ganz einfach wachsen müssen. Ich glaube, das ist ein natürlicher Prozess. Es sind sehr viele Spieler, die ja, die ersten Schritte in der Bundesliga machen, dadurch natürlich ja, in relativ wichtigen Situationen vielleicht den einen oder anderen kleinen Fehler noch machen. Aber ich finde trotzdem, dass wir auf einem sehr guten Weg sein. Das heißt, wir sind vor allem im Ballbesitz immer bemüht, unser Spiel durchzudrücken. Wir wissen, in welchen Zonen wir nachher sehr aggressiv agieren müssen. Das sind alles Dinge, die Mannschaft so gut umsetzt. Was wir Probleme haben, das wissen wir, an denen arbeiten wir tagtäglich. Und wir hoffen, das jetzt dann über die Länderspielpause hinweg auch wirklich so unter Kontrolle zu haben, dass wir nicht mehr so leicht Tore bekommen. Darf ich ganz brutal fragen, ob auch Qualität fehlt? Nein. No. Also wir haben vielleicht nicht diese Qualität in der Breite, wie es jetzt dann viele andere Bundesligisten haben. Das ist aber ganz einfach unser Weg. Ich glaube, wir haben diese Abgänge, die sehr zahlreich waren in diesem Sommer, gut kompensiert. Dass das nicht alles von heute auf morgen funktioniert, ist, glaube ich, selbstverständlich. Und wenn man die Spiele gut und sehr, sehr genau anschaut, dann sieht man, dass da richtig was Gutes im Kommen ist. Wir dürfen uns so nicht verrückt machen lassen. Wir wissen, dass wir am Anfang eine Mannschaft waren, die wahrscheinlich jeder irgendwo belächelt hat und gesagt hat, wie soll das funktionieren in der Bundesliga. Wir haben, glaube ich, über die ersten 6 Runden alle eines Besseren belehrt. Klar, wir sind mit der Punkteausbeute nicht zufrieden, aber man muss vielleicht ein bisschen tiefer schauen. Ja, wir dürfen uns nicht verrückt machen lassen, sagt Markus Schopp. Aber vom Gefühl her sind die Verantwortlichen dort eh ruhig, oder? Ja. Also den großen Druck, glaube ich, verspürt er nicht. Na, ich glaube, dass da auch kein Druck da sein muss. Ja. Man verkauft sich ganz anständig, man ist auf einem guten Weg, man hat eine neue Mannschaft formiert und das dauert halt noch mehr Zeit. Sie müssen diese Abläufe kennenlernen in der Bundesliga und das geht nicht von heute auf morgen. Sie müssen aber rasch lernen, das ist auch ganz klar. Und ja, wenn Sie so weitermachen, dann müssen Sie oder können Sie das auch abstellen, weil das sind Fehler, die man
relativ leicht abstellen kann. Ja, und wenn Sie öfters deinen Verein schauen, dann wissen Sie, wir haben verschiedene Challenges und eine davon ist das Blind Date, eine deiner Lieblings-Challenges. Und ich würde vorschlagen, wir schauen da jetzt mal rein, wie sich die Hartberger dabei geschlagen haben beim Blind Date. Ich glaube, das ist einfach nur ein bisschen eine Gefühlsgeschichte, dass mein Ball ja nicht so hoch schlägt, sondern echt am Fuß oben lässt. Und dass dann 6 rausgekommen, freut mich natürlich, war ein bisschen Klick auch dabei. Also, Christoph Kröpfel, der Edeltechniker, hat den Topwert der Hartberger erzielt. Vielleicht hat er ein bisschen geschwindelt. Glaubst du, ist das so einer? War da, müssen wir nächstes Mal den Wetten-Pass-Test genauer machen. Den müssen wir jedes Mal machen jetzt. Also Christoph Kröpfel, wir kommen noch mal vorbei und schauen uns das noch mal an. Wir schauen uns auch mit Sicherheit das nächste Duell an, gegen Altach. Das ist ja dann schon so ein bisschen eine Schnittpartie, wie es so schön heißt. Ja, Schnittpartie, es ist jede Partie wichtig. Und ja, es ist die Frage, wer kann sich jetzt in dieser Länderspielpause besser körperlich noch frischer machen, wer kann taktisch noch was verändern, personell was verändern und dann ist halt der Tag X da, wo es wirklich um die Sache geht, zu punkten und wer auch den besseren Tag erwischt. Und es werden sich beide Mannschaften sehr gut vorbereiten auf dieses Spiel. Ja, es wird bestimmt auch ganz interessant, ganz spannend werden und wir werden dann Sicherheit am Montag, dem 17. September nach der Länderspielpause wieder bei deinem Verein darüber sprechen. Michi, danke. Gerne. Und wir sehen uns dann. Schöne Länderspielpause. Right on.